Josef Muchitsch von der SPÖ ist am Wort. Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, Frau Familienministerin, dieser Weltfrauentag 2021 ist ein völlig anderer als wie in den Jahren davor. Und diese Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft massiv beeinträchtigt und auch verändert. Und der Ruf nach Gleichberechtigung und Fairness ist noch lauter geworden. Und was an diesem Weltfrauentag ist, anders als bei den Tagen davor, das ist nämlich, dass die Schere zwischen Männern und Frauen noch weiter auseinandergegangen ist, ausgelöst durch eine Pandemie, wo Sie, Herr Bundeskanzler, mit Ihrer Bundesregierung nicht immer die richtigen Rezepte gefunden haben und Maßnahmen, weder in einer Test-, in einer Impfstrategie, wo das einmal Aufsperren und Zusperren letztendlich dazu geführt hat, dass wir jetzt eine Rekordarbeitslosigkeit in Österreich haben. Und auch bei dieser Rekordarbeitslosigkeit trifft es die Frauen wesentlich stärker als wie die Männer. Aber auch dort, wo Frauen noch in Beschäftigung sind, das heißt, wo Frauen noch arbeiten können, müssen sie mehr Flexibilität zeigen. Dort, wo Frauen in Homeoffice arbeiten können, sind sie massiven Doppelbelastungen ausgesetzt. Wir haben das heute schon ein paar Mal gehört. Und dort, wo Frauen durch Corona ihren Arbeitsplatz verloren haben, beziehen sie weniger Arbeitslosengeld als Männer. Und die Zahlen sind heute auch schon erwähnt worden. Nur diese Kluft ist derartig weit auseinander. Wenn wir wissen, dass bei den Frauen die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 40% gestiegen ist und bei den Männern um 24% gestiegen ist. Und es wirkt sich dann natürlich auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit von Frauen aus, wo diese wesentlich länger dauern wird und wesentlich stärker steigt. 91% bei den Frauen ist die Langzeitarbeitslosigkeit gestiegen, 77% bei den Männern. Und ja, unsere SPÖ-Frauenvorsitzende hat es heute gesagt, Frauen werden früher gekündigt. Und deswegen, Herr Bundeskanzler, braucht es hier Maßnahmen. Es braucht aber auch Maßnahmen für die Frauen, die in der Wirtschaft tätig sind. Wenn es 250.000 Einpersonenunternehmen gibt und wir wissen, dass davon mehr als 130.000 Frauen damit betroffen sind, dass sie in der Krise kaum bis gar keine Unterstützung erhalten haben und daher wirklich sehr schwere Lebensumstände haben, dann dürfen wir, Herr Bundeskanzler, auch diese Frauen nicht zurücklassen. Und ohne Gegensteuern wird sich diese Corona-Krise ganz besonders schlimm für all diese betroffenen Menschen, aber ganz besonders für die Frauen in unserem Land entwickeln. Herr Bundeskanzler, Sie müssen wirklich beginnen, hier entgegenzusteuern. Niemand von uns hat es sich aussuchen können, ob er oder sie, ob als Mann oder Frau geboren wurde. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man weiß, dass laut aktuellen Studien der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen noch weiter auseinander liegt, noch weiter auseinanderklaffen wird. Und wenn Österreich hier um 5% einen höheren Einkommensunterschied hat als wie die EU im Durchschnitt, 14,1% zu 19,9%, dann ist hier bitte Handlungsbedarf und die Politik hat diese Handlungen zu setzen, Herr Bundeskanzler. Und abschließend, heute in einem Jahr, am 8. März 2022, feiern wir den 111. Weltfrauentag. Und ich würde mir als männlicher Abgeordneter es sehr wünschen, wenn wir hier dann am Rednerpult stehen können und sagen können, es hat sich in der Situation bei den Frauen einiges verbessert. Sowohl im Einkommen, sowohl in der Gleichberechtigung, aber auch in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und abschließend mein Appell an alle Frauen und vor allem an alle Männer. Nur einmal im Jahr, am 8. März über Gleichberechtigung der Frauen nachzudenken und darüber zu diskutieren, das ist zu wenig. Ich wünsche mir, dass in unseren Köpfen eine mutige Gleichstellungspolitik nicht nur am 8. März, sondern das ganze Jahr stattfindet. Nur dann werden wir auch in dieser Frage gemeinsam erfolgreich sein.
betont Josef Muchitsch von der SPÖ und Bettina Zopf.